So, hallo und willkommen zu Subnautica Bello Zero, die etwas andere Art, das Spiel zu spielen, in der Nummer 2. Season mit Story Update, leider noch ohne komplettes Ende, aber das tut dem Spiel keinen Abbruch, es ist halt einfach wunderschön, es gibt so viel zu entdecken, Tiere, Pflanzen, alles ist so wunderschön in Szene gesetzt, genauso wie diese Pinguine, ich finde die immer noch himmlisch, naja. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zusehen und vergesst nicht, selber spielen ist das Beste. Das sind 1000 Meter. Ja, nur 900. Und hier sind die Murlen. Aber doch vom Schnitt hoch, na? Ja, ja. Boah, nichts zu sehen. Völliger Whiteout. Ah. Aha, aha, aha. Oh, ich glaube, hier war ich schon mal, ne? Wir werden sehen. Lolo. Tschakka, du schaffst das. Los, Regina. Hier war ich schon. Da ist ja so eine schöne Plattform, ne? Aber keine Strukturen zu sehen, also ist sie da nicht. Weather approaching. Seek shelter. Eins, was daran wirklich nervt, wirklich, dass ich wahrscheinlich alles von hier aus schon sehen könnte. Aber es wird nicht weit genug dargestellt. Hyperthermia imminent. Was das da? Das ist mein Schiff. Ätzend. Das blöde Wetter jetzt hier einfach aus. Fertig. Ja, Wetter wird nicht besser. Also. Klare Sicht. Frimmel jetzt hier die ganzen Inseln ab.
ist wieder zu nah, deutlich zu nah. Ja, klar. Irgendwann findest du die schon. Einfach mal auf besseres Wetter zum Beispiel warten. Inseln ab. Guten Hunger. Hat der eine große Klappe. Das hier ist wieder das Missionsgebiet. Vergiss es. Meinetwegen, lass es donnern. Wetter. Na, das ist das Ding, wo wir schon drauf waren. Nicht mitfuttern, Junge. Kein Problem mit Gefräßigen, aber hey, not me. Seek fluid intake. Schon wieder. Mann, bin ich lang unterwegs. Hier gibt es nicht viel abzusuchen. Weil das sind interessante Wege. Du alte Schrolle, hättest du auch einen Wegmarker schicken können. GPS-Signal, was auch immer. Blödes Suppenhuhn. Ich kann den feuchten Kehrecht sehen. Das ist so der Moment für Weather Clear. Ja, das Wetter wird wieder schlecht. Ich soll mich eine Zuflucht suchen. Das sieht verdammt nochmal danach aus. Da gehe ich jetzt rüber. Das ist nicht das, wo ich war. Guck dir mal die ganzen Wege. Doch, war ich. Da war ich. Ich will da nochmal zurück. Ja, ja, komm, Regina, gib Gas.
glaube, da habe ich noch nicht alles geguckt. Alter, dieses Wetter. Ich glaube, das ist hier auch immer so, ne? Das hört nämlich nicht auf. Außerdem gab es eben die Meldung vom PDA wegen diesen Mulen und so. Deswegen gehe ich davon aus, dass das einfach der Berg ist. Regina. Ah, okay, da geht's nicht. Du siehst aber auch nix, keine 5 Meter weit. Ja, solange hier keine Pflanzen wachsen oder so, würde das nicht sein. Aber hier wachsen Pflanzen als einziges. So, hier bin ich hochgekraxelt. Da habe ich geguckt. Pass mal auf. Was bist du denn? Wer oder was bist du denn? Kollege. Okay. Ein Landfrosch. Diese Mission. Ölen. Oh. Toll. Einmal im Kreis. Nicht tief genug. Da drüben war ich auch. Oh Leute, das ist ätzend. In der da hinten leuchtet was. Zu meinem Moped gehe ich gleich zu Fuß zurück. Na, Halleluja. Was ne Scheiße. Oh, das muss es sein. Aber bei dem totalen Whiteout hast du das Licht nicht gesehen vorhin. Alter, du blödes, altes Schrullenvieh, du. Alles Miststück, du. Komm ran hier, kriegst direkt einen auf den Deckel. Sam's not the only one in the family who knew what to do with vague directions and old wire. She was an original, that sister of yours. First time I met her, I was sure she was Altera through and through. Not a crease in her uniform. Sending those damn bird bots to spy everywhere. Then, she surprised me. Uh-huh. Maybe a little too much. Meaning? If you really want to know, there's a PDA on the bench that can point you in the right direction.
Ich spiele mit denen. You need anything else? Don't bother me. But you can help yourself at the greenhouse. The least I can do to repay you for getting those spying pests off my back. Wie subtil. You can look all you want. There's more to Marguerite than any damn fangled gadget can see. Wie subtil. Ach, Marmormelone aus dem anderen. Hufeisennuss habe ich. PDA? Ich räume dir die Hütte leer, Mädel. Jetzt kriege ich die lebende Wand. New Blueprint synthesized. New Blueprint. Chinesische Kartoffeln. Aus Subnautica 1. Schneepflaume. Wie subtil, im Ernst. Ganz nebenher, das ist ja ganz schön ausgefuchst. Du kannst bei ihr eine Hütte droppen, was du normalerweise nicht kannst. Ach, die wachsen an der lebenden Wand, oder was? Zack, meine kleine Zauberkiste. Marmormelone, Honig. Muss ich nur alles hochziehen. Ich will jetzt hier nichts übersehen, ey. Das war ja ein Wahnsinnsweg. Wandpflanzgefäß, perfekto. New Blueprint synthesized. Naja. Boogie-Boxen habe ich, aber ich kann mal was essen. Oh, voll. Jetzt alles gescannt. Macht die eigentlich delikat für manche. Bringt nur Wasser und ein bisschen Nahrung. Auch der Hinweis sehr subtil. Alter, wat ein Akt. Wat ein verdammter Akt. Die blöde olle Hexe. Wie es weitergeht mit der Quest. Der PDA. Alter.
Geht nicht mehr weiter. B54. Er friert langsam, ich sehe es. Geh erstmal wieder rein. Jetzt kann ich mir den ganzen Mist durchknallen, ja? Einheimische Lebensform interessieren mich. Bodenkrumm-Sammler. Sammle Statue. Gewächshaus. Millionenwürfel. Meereslebewohner. Das ist Lit. Geodaten, Tagebuch. Eieiei. Technik. Mir fehlt ein Faden für die Quest. Anmerken oder sonstiges. Ja, siehst du, dass das noch alles schon umreißt. Exoskelett. Ja. Sie hat das Labor zerstört. Aber schickt den verdammten Minister, was immer. Also mein Anlauf wäre jetzt wieder zurück zu Margarets Hütte. Hier fehlt mir der Faden. Ich krieg den Tipp erstmal wieder in die Bahn hüpfen, na gut.
Vielleicht triggert sich das automatisch, was auch doof ist. Fehlt aber kompletter Faden. Das fehlt. Du kriegst keinen Anlauf. Sowas mag ich grundsätzlich echt nicht. Komm ich hier durch? Nicht da hinten runter, müsste klappen. Aber schöner Baseplatz. Wirklich hier so abgekackt wäre oder so, eigentlich gar nicht so schlecht. Wohl vergänglich, weil Eis, aber letztendlich schon eine gewisse Grundsicherheit vorhanden. Erstmal Richtung Heimat. Junge, 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 Junge. Voller Ausrüstung dabei. Habe ich echt spät Kontakt mit dem Anderswesen. Hat's ewig gedauert mit dem Scheißgarten. Und das für letztendlich nichts. Naja gut, die alten Früchte. China-Kartoffel und Co. Erstmal andocken und die neuen Früchte anbauen. Welcome aboard, Captain. Eins. Titan. Ja, es sind 2.500 da, warum britzelt das? Wandbild auf jeden. Selber hier drin nicht benutzen, sondern so ein bisschen. Ach,
China-Kohl kriegt er bestimmt nicht rein. Aber die Bärenquark. Okay. Passt. Ich kann eine lebende Wand bauen. Wo warst du? Wandpflanztopf. Sonstiges, da ist sie. Ja, Mann. Ah, mehr nicht. Okay. Pflanztopf. Die hat die großen Beete auch drin gebaut, ne? Dürfen wir das auch? Wo waren sie denn jetzt? Ah, dürfen wir. Das ist hier meine Green Echo. Dass wir den radioaktiven Quark da ausgleichen. Mixbeete. Oh. China-Kohl? Schneepflaumen. Ja, wachs mal. Raus geht nicht. Ja, dann hoffe ich, da doch bitte raus. Okay. Was ist hier mit den Kernkraftzellen? Noch keine verbraucht. Die scheinen auch keinen Verbrauch zu haben. Immerhin. So, Schneefuchs. Quatsch, 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 Quatsch. Können wir uns wieder hier drum kümmern. Margarete, ruhig. Junge. Ich glaube, ich werde jetzt mal runter gucken zu ihr und er geht auch nicht. Gletschermühle nahegelegenen Eisberges. Liegt der PDA. Zeta, I have kind of a funny question for you. Have you picked up any kind of unusual interference during any of your robotics work? You mean like Parvin looking over my shoulder and telling me I'm assembling my circuits wrong because it's not how his dad did it back in the day? No,
Like electrical interference in the audio or video. Any kind of flickering or clicking. Huh, can't say that I have. Why? Oh, so it doesn't extend as far as the bay. What doesn't? When Fred was bringing me for my eval, we detected something. Almost like an SOS. At Delta? How retro. What was causing it? I think architects are trying to communicate with us. You always think that. Look, it may be my job to always think that, but I'm very good at my job. Not that HR seems to care. I won't breathe a word of this to Emmanuel. Thanks. You're a good friend. Das ist auch nix. Landekapsel, Mineralien, Notruf. Tja. Vielleicht Original Pilot in letzte Position. Ansonsten kein Plan. Das checke ich nochmal. Da gucke ich nochmal bei Marguerite. Aber ansonsten, ich sehe da gerade kein Fortkommen. Diesen wunderbaren Trailer verabschiede ich mich dann bei euch. Danke euch fürs Zusehen. Besonders danke fürs Bewerten. Däumchen hoch, Däumchen runter. Immer so, wie es für jeder für richtig hält. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, ob wir dann genauso viel sehen und erleben wie dieses Mal. Aber es wird soweit sein. Das kann ich euch schon verraten. Ja, dann bleibt gesund und ja, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.